In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Bedeutung der Tarotkarte 9 der Schwerter. Schwerter sind in Luftzeichen zugeordnet, Zwilling, Waage, Wassermann, und Schwerter stehen für den Verstand, das Rationale, Kopfkarten, wie ich immer so schön sage, und eben Kommunikation. So, jetzt die 9 der Schwerter. Wir sehen hier einen Mensch, eine Person in einem Bett aufrecht sitzen, die den Kopf in die Hände gestürzt, und dahinter, wie gesagt, die 9 Schwerter. So. Jeder von uns hat mit Sicherheit schon mal so im Bett gesessen. Nach einem Albtraum oder weil man furchtbar traurig war. Oder. Was steckt dahinter? Belastende Gedanken, Sorgen, Ängste. Ja? Also auf jeden Fall sitzt keiner im Bett, der total entspannt ist, in dieser Position. So, das heißt also, die 9 der Schwerter ist die Karte, die Ängste anzeigt, Sorgen, Kopfzerbrechen, mentale Belastung etc. pp. Die Karte kann aber auch nächtliche Ängste und Schlaflosigkeit dementsprechend symbolisieren. Ne? Wir kennen das alle bestimmt. Über Tag ist man irgendwie, hat man Umtrieb etc. pp. Und wenn man dann abends im Bett liegt, dann fängt der Kopf an, einem aber auch die gruseligsten Geschichten von vor über 20 Jahren nochmal zu präsentieren. Das kann ja sein, ne? Oder Ereignisse, die man so über Tag weggedrängt hat, quälende Einflüsse und so weiter und so fort. Die kommen dann hoch und tanzen ein bisschen Samba im Kopf und lassen einen nicht schlafen. Aber Schwerterkarten sind Kopfkarten, das heißt, die Karte zeigt uns auch, dass diese Ängste oft in unserem eigenen Geist entstehen können, dass die Sorgen, die uns quälen, vielleicht manchmal auch übertrieben sind. Und damit möchte ich jetzt keinen hier diskreditieren. Es gibt Menschen, die durchdenken viel, machen sich leichter Sorgen als andere. Ja? Es ist einfach der Hinweis, es entsteht in uns. Ja? Und die Gewichtigkeit dieser Dinge, die geben wir den Dingen, kein anderer. Das heißt also, die Karte fordert uns eben auch dazu auf, diese Ängste, diese Sorgen, diese Gedanken zu analysieren, um festzustellen, ob sie auf realen Bedrohungen beruhen oder auf irrationalen Gedanken basieren. Ja. Die Karte kann auch auf die Notwendigkeit hinweisen, sich selbst zu verzeihen und nicht zu hart mit sich selbst ins Gericht zu gehen. Ja, die Ängste, die in der Nacht aufkommen, können oft auch durch Selbstkritik und ungelöste Probleme oder Selbstvorwürfe, Schuld verstärkt werden. Die 9 der Schwerter kann auch darauf hindeuten, dass Ängste und Unsicherheiten die Kommunikation und das Wohlbefinden beeinträchtigen. Ja, das heißt also, man soll sich, wenn die Karte fällt, ermutigt fühlen, sage ich mal, sich offen über Sorgen auszutauschen und vielleicht gemeinsam mit jemand anderem nach Lösungen zu suchen, einen kleinen Realitätscheck vorzunehmen. Die Karte zeigt uns dementsprechend auch an, dass Selbstfürsorge und Suche nach Wegen, um mit Stress und Sorgen umzugehen, absolut von Bedeutung sind. Ja. Erinnert uns daran, dass es wichtig ist, sich bewusst Zeit für Ruhe und Erholung zu nehmen, um die eigene geistige Gesundheit zu schützen. So, insgesamt also verkörpern die 9 der Schwerter die Herausforderungen, die mit mentalen Belastungen und Ängsten entstehen, Schlaflosigkeit, Albträume, ja, Kopfzerbrechen. Erinnert uns daran, dass es in Ordnung ist, sich Hilfe zu suchen, sei es durch Selbstreflexion oder Gespräche mit Vertrauten oder auch professionelle Unterstützung, um Ängste zu überwinden und einen Weg zu finden, wieder ruhig und erholt zu schlafen. Meine Lieben, ich hoffe, dass ich euch damit helfen konnte. Mehr Details zu den einzelnen Symboliken auf der Karte und noch mehr Informationen findet ihr im Lern-E-Book. Den Link dazu zu den fast 660 Seiten, nicht nur über die 9 der Schwerter, sondern über alle Karten, findet ihr in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Tarot-Lernen. Alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.